Wo auch immer wir gerade sind, wir sind nicht mehr in dem Dungeon. Nächstes Mal. So, der Luftbefehl hat einen kritischen Fehlschlag. Für die Gefallenen. Rauchbefehl. Die sind furchtbar. Nächstes Mal. So, stirb einfach. Der Zauber Luftelementar beschwören. Die einzige Funktion dieser Windmühle scheint darin zu bestehen, dafür zu sorgen, dass die Luft in diesem windigen Ort stets rasch strömt. Ja, weil das ganze Ding schwebt von selber in der Luft. Hier sind halt Gewichte dran, wofür auch immer die gut sein sollen. Das ist halt ein, sagen wir mal, makaberer Ort. Ein magisches Konstrukt. Oh. Dampfmephit, Nebelmephit, Feuermephit, Rauch. Und noch ein Luftmephit. Oh, Feuer ist gefährlich. Was ist mit euch allen los? Betäubt, betäubt, betäubt. Ist was los? Au. Ja, das sieht gerade nicht so toll aus. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ich muss gleich auf jeden Fall heilen. So. Jetzt noch alle auf den losgehen. Was immer ihr wünscht. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ja, Ivo, du benutzt eigentlich einen Bogen, keine Klinge. So, hier ist ein Segel. Und hier ist eine Wunderlampe, die wir benutzen können. Hi. Ich bin hier eingesperrt. Was macht... Wer seid ihr? Ach so, ich verstehe. Komm, ist der Meister fort? Habt ihr es geschafft, euch in Schwierigkeiten zu bringen? Also, ich vermute mal, dieser Djinn hat diesen Ort hier erschaffen. Oder Irenikus hat diesen Ort hier erschaffen, um den Djinn hier gefangen zu halten. Eins von beidem. Ich habe selber nie herausgefunden, wer diesen Ort erschaffen hat. Das ist wahrscheinlich so eine Sache, über die man rätseln darf im Baldur's Gate. Wer seid ihr, dass ihr in dieser Flasche eingesperrt seid? Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, was hier vor sich geht. Seid ihr aus dieser Flasche gekommen? Ihr seid der sagenumwobene Flaschengeist? Wer seid ihr aus dieser Flasche gekommen? Es ist kein Wunder, dass der Meister euch trotz eurer ganzen Zauberausrüstung so einfach gefangen nehmen konnte. Selbst für einen Fleischling seid ihr nicht gerade von der schnellen Sorte. Ja, danke. Ich bin ein Djinn und ich werde von einem Zauberer gefangen gehalten, um seine Sachen zu bewahren. Auch eine Sache von euch, wie mir scheint. Ich kann eure Berührung auf dieser Waffe spüren. Ihr habt etwas, das mir gehört? Das ist nicht mein Problem. Gebt mir, was ihr habt. Ich habe keine Zeit, um mich euch zu reden. Ich muss einen Fluchtweg aus diesem irren Kerker finden.
aus dem Kerker dieses Irren finden. Ihr habt was, was mir gehört. Kein Gegenstand der Macht, der immer noch eine Spur von eurem Duft trägt. Irgendwas ist merkwürdig an der Spur, die ihr auf diesem Ding hinterlasst, aber egal. Könnt ihr mir den Gegenstand geben? Wenn ich die Macht hätte, euch eure Waffe zu geben, würde ich es tun, aber die Kraft, die mich gefangen hält, ist stärker. Solange ich in dieser Flasche gefangen bin, bin ich ein Band des Magiers. Wenn ihr einen Weg findet, mich zu befreien, werde ich euch eure Waffe geben. Das hört sich nach einem fairen Handel an. Wie finde ich einen Weg, euch zu befreien? Diese Flasche, in der ich gefangen bin, ist eine magische Schöpfung. Sie ist unzerbrechlich, solange sie getrennt ist von ihrem Ebenbild der richtigen Flasche. Ihr müsst die Originalflasche finden und sie mir zurückbringen. Wenn sie erstmal in meinen Händen ist, kann ich den Fluch brechen und fliehen. Wo kann ich die Flasche finden? Er wird die Flasche bei sich tragen. Der Meister würde es nicht riskieren, dass sie in andere Hände gerät. Vielleicht bewahrt er sie in seinem Zimmer auf oder bei seinen Dryadenkonkubinen. Vielleicht haben sie auch die Golems. Ich kann den Standort von einer anderen Ebene aus nicht genau bestimmen. Ihr werdet danach suchen müssen. Kommt zurück zu mir. Wenn ihr sie gefunden habt, dann werden wir meine Befreiung gegen eure Waffe einlösen. Ja. Das ist jetzt ein neuer Tagebucheintrag. Freiheit für den Djinn. Um an das heranzukommen, was sich im Besitz des Djinns Malak befindet, muss ich zuerst dafür sorgen, dass er freikommt. Zu diesem Zweck muss ich das Gegenstück zu seiner Flasche beschaffen, an die er gebunden ist. Er hat mir gesagt, dass sein Herr die Flasche immer in seiner Nähe aufbewahrt. Entweder befindet sie sich in seinen Räumlichkeiten oder sie ist im Besitz der Dryaden oder Golems. Ja, deswegen müssen wir mit ihm reden. So, auf die Übersichtskarte, weil auf der Übersichtskarte bewegen sich die Dots etwas schneller. Und ich muss dann gleich mal wieder ein bisschen heilen. Der Kampf gegen die vielen Mephiten war ja doch ein bisschen anstrengend. Vor allem, nachdem ich in die den Lehmzauber reingelatscht bin. Ich warte. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich warte auf euren Befehl. So. Ja. So. Wenn es von Nutzen ist. Nicht nur du alleine, Yahira. Oh. Es waren alle zum Glück. Gut, das heißt wieder zu den Dryaden zurück. Dumm wie dumm. Und ja, es gibt zwei Teleportationsräume. Den hier und den hier. Wir werden nachher den da nehmen, sobald wir den Djinn eben befreit haben. Und ja, ich weiß halt, dass die Dryaden die Flasche haben, weil ich ja schon mal gespielt habe. Und wenn man es halt nicht weiß, ist es wahrscheinlich das Logischste, erst in seinem Raum zu gucken. Da ist aber ja nichts. Wir haben ja alles bereits durchwühlt. Und dann die Dryaden zu fragen. Bevor wir halt mit den Golems reden. Ihr seid zurückgekehrt. Ich suche nach einer Flasche, um einen Djinn zu befreien. Habt ihr eine gesehen? Es ist sehr edel von euch, eure eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen, um den Djinn zu befreien. Wir haben die Flasche und werden sie euch geben. Ich kann nichts mehr tragen. Ihr hebt das doch für mich auf, oder? Ah ja, das Bastardschwert wurde jetzt gerade hier reingeschoben. So. Jetzt haben wir die Flasche des Djinns. Die Flasche steht in einer exakten Kopie von Malaks Flasche da. Ja, sie sieht halt ein bisschen fancy aus. Also hier ist eigentlich die Flasche, das Rest ist eigentlich nur Verschnörkelung. Und wenn ich richtig kapiert habe, der Zauber funktioniert halt in der Art. Man nimmt irgendeinen Gegenstand und macht eine magische Kopie davon. Die magische Kopie kann halt nicht zerstört werden, weil sie immer exakt dem Originalgegenstand entspricht. Wird halt der Gegenstand zerstört, wird automatisch auch die Kopie zerstört, da sie ja immer dem Originalgegenstand entsprechen muss.
So, wir haben die Flasche, die können wir jetzt theoretisch zurückbringen. Ich will aber jetzt erst in den Raum hier, den wir hier noch haben. So. Ja. Immer in Fallen also suchen, vorgehen. Ja. Ich warte, natürlich. Wir haben gerade den Alarm aktiviert, das heißt Aufstellung, Leute. Ich bin bereit, ganz meine Meinung. Ja. Okay, okay. Imperium. Wurde aber auch Zeit. So, noch Gesang. Einmal Stärkung noch auf Los, Minsk. Hast. Es dauert nämlich einen Moment. Verstanden. Nicht wahr, wenn es das ist, was ihr wollt. Wir können ihm ja sogar schon mal entgegenkommen. Mann, die sind langsam. Ich habe die schneller in Erinnerung. Ja, sie sind aber auf jeden Fall losgegangen. Ja, und da ist schon Yahiras Zauber abgeklungen. Ich hätte einen Moment warten sollen. Weil jetzt klingt alles ab, während die zwei nicht beikommen. Ernsthaft, wo bleiben die? Das war der Gesang und jetzt ist auch gleich die Hast weg. Sind die in den Streik gegangen? Machen die Mittagspause? Ja, und ja, ich rede von den beiden Lehmgolems. Das hier ist nämlich die Falle, die die beiden Golems aktiviert. Die hätten eigentlich schon längst da sein sollen. Die Heiligkeit des Raums der Herrin wurde entweiht. Die Eindringlinge werden sterben. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Und da ist Nummer 2. Okay. Sie sind halt nicht ganz so schwach, aber sie geben gute Erfahrungspunkte. Also 2000. Und wir hätten sie so oder so töten müssen, weil wir müssen ja in den Raum rein. Ja. So. Auf geht's. Schön. Stecken wir mal vorsichtig immerhin rein. Was ist das hier für ein Ort? Es ist wunderschön. Es kann doch nicht sein, dass dieser Platz derselben Person gehört, die auch diese furchtbaren Glasbehälter besitzt. Es ist unwahrscheinlich, dass unser Entführer seine Örtlichkeiten vermietet. Das hier muss ihm gehören. Vielleicht ist es einfach eine Seite an ihm, die wir noch nicht kennengelernt haben. Ja, der Witz ist irgendwie unangebracht. Vielleicht haben wir das noch nicht an ihm kennengelernt. Nein, das kann nicht sein. Nicht diese Person, die ich kenne. Dieses Bett, dieser Tisch, ich kenne sie. Er sprach davon. Er sprach davon, während er das alles für eine verlorene Liebe im besten Zustand erhalten. Sie verachtet ihn. Das ist sein Denkmal an sie. Er hat von all dem erzählt, aber seine Stimme war kalt. Keinerlei Gefühle, nicht einmal Erinnerungen an sie. Er sprach von diesen Sachen, während er schnitt. Er schnitt und die Zauber, die sich durch meinen Geist sponnen. Kalte, schreckliche Sachen. Er kann euch hier nicht schaden, ihr seid unter Freunden. Es tut mir immer noch weh, seine kranken Finger
befinden sich noch immer in meinem Kopf und vollenden, was auch immer er begonnen hat. Ich sehe Blut und Tod in meiner Erinnerung. Irenikus.